Und damit geht's auf zum letzten Koloss. Die letzte Bestie, der sich uns noch in den Weg stellt. Und das wird ein sehr spannender und aufregender Kampf, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und wir schauen erstmal, wo wir hin müssen. In die Richtung. Und ich weiß gar nicht genau, wo der ist, muss ich sagen. Ich habe gar keine Ahnung. Deshalb reiten wir erstmal hier in diese Richtung. Aber ich denke, ich muss... Ich weiß nicht, wahrscheinlich da außen drum herum. Könnte ich mir vorstellen. Deshalb reiten wir mal hier nach links. Komm mal, Bro. Auf geht's. Letztes Gefecht. Und ich bin gespannt. Denn den habe ich auch schon ewig nicht mehr besiegt. Ob mir da noch die ganzen Tricks einfallen, das werden wir sehen. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Puh, aufgeregt bin ich. Denn das wird jetzt sehr, sehr spannend. So, schauen wir mal. Gucken wir mal hier hinter. Ich glaube, hier hinten waren wir auch noch nicht. Ich weiß das nicht genau. Oder? Doch, hier waren wir doch schon. Da ist auf jeden Fall ein Tempel. Auf jeden Fall weiter hier hinter durch die schöne Steppe. Eigentlich könnten wir auch mal einen kleinen Blick auf die Karte werfen. Das werde ich auch mal tun. Und zwar sehen wir hier auch unsere ganzen Kolosse, überall wo diese grünen, wenn man das erkennt, oder diese Gesichter sind, haben wir schon Kolosse besiegt. Und ich denke mal, der letzte wird da unten auf uns lauern, deshalb sind wir hier bestimmt richtig. Und würde einfach mal sagen, weiter geht's. Ja, genau dorthin. Okay. Komm mal, Bro. Mein Freund. Auf geht's. Oh, das Licht ist sehr gleißend. Schauen wir doch mal. Zwei Vögel begleiten uns. Kommen wir hier runter? Nein. Natürlich nicht. Das ist zu hoch für den guten Agro. Also reiten wir außen drum herum. Okay. Ne, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Schauen wir doch mal. Okay. Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so aufgeregt innerlich. Okay. Ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht wirklich nach einem Endkampf aus. Sieht aus wie ein Tor oder sowas. Na, was ist denn das? Säulen. Oh, ich bin gespannt. Wow! Okay. Was haben wir denn hier im Tor? Okay, wie kriegen wir das auf? Oh, das sieht aus, als müsste man hier das Licht wahrscheinlich bündeln. Wow. Okay. Dann komm mal, Agro. Wir haben viel vor. Und die Rettung von Mono naht. Hier ist sogar noch mal ein Tempel zum Abspeichern. Komm schon. Oh.
hoch hier, Aggro. Das ist schon recht episch hier, muss man sagen. Los, Aggro. Wir brauchen dich. Hüa! Schneller! Oh mein Gott! Aggro! Gott. Oh mein Gott, Aggro. Ach du Scheiße, ey. Was machen wir jetzt, Aggro? Scheiße. Aber es gibt kein Zurück mehr. Ich muss einfach weiter. Oh mein Gott. Hier komme ich nicht weiter. Scheiße. Unser treuer Freund. So ein Sturz, den kann er doch nicht überleben. Ein blöder Mist, ey. Okay. Wir müssen ohne Aggro weitermachen. Oh Gott. Ah. Wie komme ich denn hier hoch? Scheiße. Gucken wir mal hier entlang. Okay, dafür muss ich meine Wut an dem Koloss auslassen? Scheißdreck, ey. Das musste ja so kommen. Okay, einfach hier hoch. Okay, wir müssen einfach weitermachen. Wir können uns jetzt nicht der Trauer hingeben. Es muss weitergehen. Wir haben schließlich noch Mono zu retten und noch Aggro können wir später schauen. Der wird's schon schaffen. Hoffe ich zumindest. Scheiße. Okay. Oh Mann. Wenn wir das schon so vorbereiten, dann wird das heftig werden. Okay, was ist das denn hier? Ich höre Wasser. Oh oh. Was war das? Können wir denn hier irgendwo entlang? So wirklich. Doch, da hoch. Dann springen wir hier einfach mal hoch. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das ist der also. Der letzte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Oh Gott. Okay, er schießt. Oh, ist das episch. Uah. Wow.
Schauen wir mal, wie wir an den rankommen. Sieht schon mal sehr gefährlich aus. Wow, 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 wow. Heiliger. Oh mein Gott. Oh, die Musik ist so herrlich episch. Wow. Wow. Scheiße, ey. Gut, wir bleiben hier hinter den Säulen. Das ist echt saugefährlich. Okay, hier geht's. Hier scheint es weiter zu gehen. Wow. Oh mein Gott. Das ist echt heftig inszeniert. Schon richtig geil und sehr bedrohlich. Genauso wie es sein soll. Oh Scheiße, ey. Da ist er. Okay. Schnell hier rüber. Uah! So. Okay. Uah! Flucht. Okay, ich verfolge einfach mal hier diesem, ich weiß nicht, Labyrinth. Es wird uns anscheinend näher führen. Oh mein Gott. Uah! Okay. Da komme ich nicht hoch. Aber hier. Wow. Okay. Wir sind sehr, sehr nah dran. Boah, fuck. Ach Gott. Ach, komm, Wanda, steh auf. Okay, das war wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Schauen wir mal, ob wir hier hinten noch ein bisschen rankommen. Ah, ich muss die Kamera drehen. Ne, hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich eindeutig nicht hoch. Ich muss schon hier vorne hoch. Ach, Scheiße, ey. Kleinen Moment, ich werde mal hier rüberlaufen. Wow. Okay. Uah! Verdammt. Ach Gott. Los, Wanda. Das ist echt gar nicht so einfach. Oh, Scheiße, ey. Ich will nicht sterben. Ich habe keine Lust zu sterben. Na. Okay, lassen wir ihn einmal schießen. Und versuchen dann unser Glück. Okay. Vielleicht kommen wir hier unten weiter. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wow. Oh mein Gott. Okay, er ist wirklich riesig. Aber hier wird er uns wahrscheinlich nicht treffen können. Oh. Scheiße, ich hätte mal nach seinen Schwachstellen schauen sollen. Das habe ich ganz vergessen. Okay, hier komme ich schon mal nicht so gut hoch. Also noch ein Stückchen weiter. Oh mein Gott. Ja, das sieht gut aus hier drüben. Oh, das wird eine Tour. Bis wir da oben sind. Okay,
Okay. Hier geht's weiter. Ah, diese Musik, ey. Die Musik, die ist so herrlich. Okay, machen wir hier links weiter. Ah. Na? So, und hoch da. Okay. Ah, komm schon. Ah, so. Okay. Und darüber. Nein! Oh Gott, was war das denn? Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Okay, das sollte eigentlich nicht passieren. Ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert, aber naja, Fails hat man immer. Meistens immer dann, wenn die Aufnahme gerade... Wow! Wenn die Aufnahme gerade läuft. Okay, schnell wieder hier rüber. Wow. Festhalten. Festhalten, festhalten, festhalten. Dieser Koloss bewegt sich auch heftig. Oder zwar weniger heftig, aber es reicht dafür, um uns in außer Gleichgewicht zu bringen. Okay. Wo sind wir weitergelaufen davon? Okay, nochmal das Ganze. Okay. Momentan erstmal nur Klettertour. Das geht noch, aber es wird noch heftig werden. Okay. Nicht wieder runterfallen. Okay, ich werde erstmal hier rumklettern. So. Und dann hier hoch. Schauen, können wir hier hoch? Ja. Und hier können wir auch hoch. Okay. So, ganz vorsichtig jetzt. Und ich sehe auch schon einen Schwachpunkt. Da leuchtet er grün. Nee, das Schwert können wir da lassen. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Er greift nach hinten. Okay. Okay. Und wir sind an seiner Hand. Oh je, jetzt wird's heftig. Okay. Können wir denn hier irgendwo hoch? Oh mein Gott. Nein! Der hat mich fallen lassen! Nee, da komme ich nicht hoch. Also hier drüben weiter. Und ich sag's euch gleich, dieser Koloss, der kann wirklich eine ganze Weile dauern. Wie ihr seht, sind wir schon wieder runtergefallen. Ich habe ja gesagt, der ist nicht sehr einfach. Auch wenn er, wenn man einmal hier ist, gar nicht mehr so schwer aussieht, weil dieses bisschen Klettern, das wird man wohl noch irgendwie hinbekommen. Aber alles Weitere ist wirklich, wenn man es nicht mehr nicht weiß, nur durch Probieren herauszufinden. Und das zieht sich dann. Das zieht sich dann wirklich. Okay. Alles klar, wir waren schon mal oben, wir waren schon mal in seiner Hand. Und alles Weitere kriegen wir auch nochmal hin. Denke ich zumindest. So. Einfach nur noch mal an seinen Rücken kommen.
Und ich muss aber sagen, einige Sachen werde ich jetzt auch ausprobieren müssen, deshalb kann es passieren, dass ich noch ein paar Mal runterfalle. Und ich das wahrscheinlich schneiden werde. Ich muss irgendwie auf jeden Fall an ihm hochkommen. Na, lass mich bitte nicht wieder fallen. Ah, shit. Natürlich lässt er mich wieder fallen. Das gibt's doch wohl nicht. Okay. Ne, hier komme ich so auch nicht weiter. Wenn es mir jetzt zu oft passiert, werde ich es vielleicht auch rausschneiden. Weil das dauert ja auch immer eine ganze Weile, bis man wieder oben ist. Okay. Auf ein neues. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer wieder runterfalle. Was ich denn eigentlich falsch mache. Aber das finden wir schon noch heraus. Ich weiß nicht. Hier hoch bringt doch auch nichts, oder? Das klingt auch nicht wirklich, ich muss sowieso hier hinter. Uha! Nein, nicht da runter. Komm schon, Kletterwander. Kletter einfach. So. So. Nee. So nicht. Nee, ich muss noch weiter hier rüber. So. Wow. Dafür kann man ein bisschen schön der Musik zuhören. Nein, nicht den Bogen, bitte. Genau. Ich muss irgendwie versuchen, da besser hochzukommen. So zum Beispiel. Okay. Wow. Okay, er versucht mich auf jeden Fall abzuschütteln. Ah, da an seinem Arm sehe ich doch was. Da. Okay, Wanda springt ein bisschen komisch. Halt dich bitte fest, mein Junge. Da, das sieht gut aus. Okay. Wir sind auf seiner anderen Hand. Okay, schön festhalten. Okay, jetzt muss ich echt überlegen. Weil ich gerade keine Ahnung habe. Okay. Das bringt uns so nichts. Okay. Ich bin... Ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Einfach mal hier hinten weiter. Ah, wieder am Rücken. Wunderbar. Scheiße.
Okay. Haha, nein, 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 nein. Okay. Das wird echt schwierig. Ich habe noch ungefähr im Kopf, muss ich sagen, was ich zu tun habe. Allerdings fällt mir gerade das schwer, das auszuführen, weil ich nicht genau weiß, an welcher Stelle ich das machen muss. Nein, 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 nein. Ich falle wieder runter. Okay, das ist ein Punkt, wo ich mal schneiden werde. So, wir sind wieder an seinem Rücken und probieren das Ganze nochmal. Okay, nochmal hochklettern hier. Nein, schüttel mich nicht wieder ab. Ah, shit. Wieder gefallen. Okay, wieder an seinem Rücken angekommen. Nachdem ich schon wieder runtergefallen bin. Probieren wir es auf ein neues. Okay. Wieder an seiner Hand. Und es gilt hier wieder hochzukommen. Wenn er mich nicht wieder fallen lässt. Okay. Wir sind wieder an seinem Arm. Und müssen jetzt eigentlich nur wieder hier hochklettern. Okay, auf geht's. Nein. Okay, nochmal. Und leider lässt meine Energie auch nach. Was schon mal nicht sehr gut ist. Okay. Uha. Nein. Nicht schon wieder. Okay, wieder ein Schnitt. Okay, wieder auf seinem Arm. Und mit einem beherzten Sprung sind wir auch schon wieder hier. Okay, das hat nicht geklappt. Nochmal. Okay, immer noch nicht. Und ich muss mich beeilen, weil meine Energie wird langsam wieder knapp. Es geht einfach nicht. Ich komme nicht auf den anderen Arm. Jetzt. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Okay, wir sind auf der anderen Hand. Okay. Das war richtig. Daran konnte ich mich nämlich noch erinnern. Ah! Halt dich fest, Junge. Scheiße. Ich werde runterfallen, weil er sich nicht festhalten kann. Scheiße, aber das war schon mal richtig. Und bis wir das nochmal geschafft haben, mache ich gleich nochmal einen Schnitt. Okay, ich bin wieder hier oben. Und diesmal schaffe ich das. Wir sind nun also auf seinem Kopf. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis. Der ganze Weg hier rauf ist die einzige Schwierigkeit. Ansonsten ist es dann relativ auch einfach, den zu besiegen. Wenn man nicht wieder runterfällt. Und Zeit findet auch zuzuschlagen. Okay.
Okay, ich finde keine Zeit zuzuschlagen, weil er sich extrem bewegt. So. Mit kräftig aufgeladenen Stößen sollte das schaffbar sein. Und der dauert auch eine ganze Weile. Aber ihr seht, es geht. Und das war's. Da haben mich getroffen. Verdammt. Und das war unser letzter Koloss. Wir haben es endgültig geschafft. Jetzt ist alles vorbei. Der letzte Wächter.